Und wir warten einfach, bis das F&E-Labor ein paar Forschungspunkte gebracht hat. Kann man ja mal rüberschalten. Hui, Forschungspunkte! Pretty, pretty! Pretty, pretty! Na, guck, gleich haben wir wieder die 80. Hurra! Und gleich kommt die Messe. Die wir wahrscheinlich... Ich verklick mich auch die ganze Zeit, oder? Die wir wahrscheinlich wieder mal ausfallen lassen müssen. Advanced Quests. Eine gute Idee für ein MMO, das zu erforschen. Nee, na, um Gottes Willen, nicht für ein MMO, ich meine ein Rollenspiel. Wie komme ich denn auf MMO? Wenn wir jetzt ein Rollenspiel oder so machen, ne, dass wir dann Advanced Quests haben, das ist sicher nicht so schlecht. Komm, Engine. Was ist es, 15? Ich kann die Zahl halt nicht lesen, aber ich glaube 15 müsste eigentlich passen. So, hier, neueste Grafik, ja, alles aktivieren, was geht. Seasons ist drin, ja, orchestraler Soundtrack. Prominente Synchronsprecher, haben wir das auch mal. Das sind die ersten Synchronsprecher, oder? Ja. Gut, bitte sehr. Boah, fast 2000. Nee, danke, obwohl für die Konsole... Komm, wir haben es, wir machen es für die Konsole, dass die sich noch ein bisschen besser verkauft. Aber ich will trotzdem mal ganz kurz... Ach, ich kann gerade kein Spiel entwickeln. Ich wollte mal schauen, wie sich die Konsole denn gerade verkauft. Obwohl, ich könnte... Ich speichere zur Sicherheit mal ganz kurz. So, ich wollte eigentlich hier... Ach so, Infostats. So, Konsolen, Platform Details. Kann ich hier... Wo haben wir es denn? Wo ist die denn hier aufgelistet überhaupt? PC. Itara Backflash. Nein. Sieht, wo ist meine Konsole? Lizenzed, unlicensed. Discontinued. Released. Kann sein, dass die eigenen Konsolen da gar nicht aufgeführt werden. Ist ja wunderbar. Ich wollte ja eigentlich schauen... wie weit unsere eigene Konsole ist. Vielleicht hier bei Release Details. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Dinosaurs. Hm. Wo ist denn meine Konsole? Concert Reset Configs. Na gut. Wollte eigentlich nur mal schauen, wie viel Marktanteil die hat. Aber das scheint nicht möglich zu sein. Da müssen wir echt... ein Spiel anfangen. Wir müssen uns dann ja nicht programmieren, ne? Wir können ja nur in diesen Auswahlbildschirm gehen, da steht es ja drin. Aber da wollte ich ja gerade rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich die Konsole jetzt besser verkauft wegen der Messe. Ja, bisher schon ein kleines bisschen. Aber weil wir halt gerade die Enter machen, kommen wir da leider nicht rein. Bisschen besser verkauft sie sich, aber ich meine, hier sind auch immer Schwankungen drin gewesen, von dem her muss es nicht zwingend auf die Messe zurückzuführen sein. Na gut. Auftragsarbeiten kann ich auch nicht. Was kann ich denn machen? Während die Engine programmieren. Nix. Muss ich warten. Ja, wenigstens kriegen wir Forschungspunkte. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, Engine ist fertig. Ich freue mich. Haben wir Auftragsarbeiten neue? Ja! Das machen wir ganz kurz. Damit wir alle mitnehmen können. Und während wir dann erforschen, dann hoffe ich, dass dann die neuen Auftragsarbeiten wieder reinkommen und wir die dann danach wieder abklappern können. Das wäre wunderbar. Oh, guck, und da wollen sie schon wieder in Urlaub. Ich glaube, da müssen sie sich noch ein Jahr gedulden mit dem nächsten Spiel. Weil ich habe irgendwie so eine schöne Eingebung. Also, ich muss ehrlich sagen, im Singleplayer würde ich es so machen, wie ich gleich erklären werde. Aber fürs Let's Play weiß ich halt nicht, ob das so spannend ist. Wenn ich hier die ganze Zeit rumklicke, Auftragsarbeiten mache, Sachen erforsche, neue Engine und so weiter. Mein Plan war halt jetzt echt... Ich meine, wir haben genug Geld. Wir haben eine konstante Einnahmequelle durch Grid vor allem. Und auch durch unsere Konsole. Jetzt, ich habe gar nicht geguckt, wie die sich verkauft. Ja, die Verkaufszahlen lassen zu wünschen übrig. Ich meine, die Kritiker haben ja auch gesagt, dass das noch ein bisschen besser geht. Aber na gut... Nehmen wir mal hier Premium-Content.
Also, ich habe jetzt überlegt, ob ich das vielleicht so mache, dass ich hier die ganzen Sachen erforsche, eine neue Engine erstelle, dann mit den Forschungspunkten vom Engine erstellen, wieder Sachen erforsche, mit den neuen dann wieder die Engine erstellen und so weiter. Aber wie gesagt, es wird im Let's Play vielleicht ein bisschen langweilig. Und dann halt zwischendurch immer mal wieder Auftragsarbeiten und so und die Leute in Urlaub schicken. Weil die kommen halt nicht zu einem Spiel und so weiter. Aber ich hatte es, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und das sind jetzt mal ein paar ganz ernste Worte, die ich verlieren muss. Dass wir mit Game Dev Tycoon, mit dem Spiel, so weit eigentlich durch sind. Weil das Einzige, was wir jetzt noch machen, weil ich meine, wir sind schon so groß, dass wir keine Probleme mehr mit dem Geld haben, vor allem durch Grid. Aber auch, selbst wenn wir die Mod nicht installiert hätten, müssten wir uns da keine Sorgen machen. Wir haben schon so viel Geld eingenommen. Und wenn wir irgendwie in Probleme geraten würden, wegen den finanziellen Mitteln, dann machen wir einfach einmal ein AAA-Spiel und schon haben wir wieder ein paar Milliarden eingespielt. Mal ganz übertrieben gesagt. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Das Einzige, was wir jetzt halt noch machen, was unser Ziel ist, ist halt wirklich eine Art 100% Spielstand zu erreichen, ja? Also die ganzen Themen erforschen, die ganzen Forschungssachen zu erforschen, Engines zu erstellen, Konsolen zu machen, ja gut, F&E-Labor ist auch Sachen erforschen, eigentlich halt alles mitzunehmen, was geht, um es fürs Let's Play zu zeigen. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Und jetzt hier die ganze Zeit immer neue Spiele machen und so, muss ja ehrlich sagen, das einzige Kreative, was da vielleicht irgendwie spannend ist, ist der Titel. Ist sich den Titel auszuwählen. Oder natürlich meiner perfekten Moderation zu lauschen. Ja, da will ich jetzt ja nicht für eure Vorlieben sprechen, warum ihr dieses Let's Play anschaut. Ja, komm. Messe, warum auch nicht? Analyse, Action, bla bla bla. Auftragsarbeiten, yay. Weil da könnte man ganz ehrlich auch wirklich einfach das ganz stur so schnell wie möglich fertig machen. Dann ist ja keine Liebe mehr zum Spiel da und so. Aber wie gesagt, wir sind damit halt eigentlich durch. Und das ist halt dieses Dilemma. Ich will das eigentlich fürs Let's Play nicht unbedingt machen. Als hier die ganze Zeit, ne, Messe, geh weg. Ich muss weiter forschen, um das Spiel auf 100% durchgespielt zu haben und alle Achievements und so. Das mag ich nicht. Ich spiele das Spiel ja nicht dafür, um es gespielt zu haben, sondern des Spieles wegen. Man macht das Let's Play dafür, um es halt auch ein bisschen zu zeigen, das Spiel und so. Aber ich habe halt im Moment wirklich das Gefühl, dass die einzige Intention meinerseits dabei liegt, dieses Spiel auf 100% zu bekommen, um fürs Let's Play halt quasi alles mitzunehmen. Und dann, ganz ehrlich, dann kann man hier auch einfach ein bisschen durchrushen. Und halt so schnell wie möglich alle Sachen erforschen und halt am Schluss vielleicht noch ein schönes Spiel, wo wir alles reinstecken mit der geilsten Engine oder so. Weil ich hab's ja auch schon ein paar Mal gesagt, die Spiele zwischendurch machen wir ja eigentlich auch nur, um Forschungspunkte zu bekommen. Weil Geld brauchen wir keins mehr im Moment. Oder gut, wir brauchen es schon, aber wir kriegen halt genug mit den anderen Sachen und so. Jetzt will ich aber trotzdem mal ganz kurz schauen, wie unsere Konsole denn abgeschnitten wird. Marktanteil höchster, jawoll! So gefällt mir das. Und Entwicklungskosten halt null. Genre-Übereinstimmungen und Zielgruppen-Übereinstimmungen. Das hängt, soweit ich das mitbekommen habe, immer von dem persönlichen Spielstil ab. Also wie man halt gespielt hat. Wenn man zum Beispiel ganz viele designlastige Spiele, zum Beispiel ganz viele Rollenspiele oder so gemacht hat, dass das dann halt ein guter Genre-Faktor ist bei der Konsole, also dass die Konsole halt plus bei Simulation oder was auch immer hat, und wenn man keine Action-Spiele bisher gemacht hat, dann bei Action-Spiele halt nicht so gut abschneidet.
So, komm, wir machen jetzt hier mal eine neue Engine. Die 16. Machen den neuesten Features rein. Das ist halt so monoton und meh. Da kommen synchronisches Wetter. Nein, den Ladebildschirme. Wunderbar. Und wir brauchen 2385 Forschungspunkte. Forschungspunkte, das wäre schön. Das würde ewig dauern. Technologiepunkte meine ich natürlich. Ihr könnt mir ja mal... Ja. Sofern ihr das Display noch schaut... Gut, sonst würdet ihr das jetzt wahrscheinlich nicht hören. Also, könntet ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu denn jetzt im Moment steht. Ob wir jetzt einfach nur noch ganz stur die Forschungssachen abarbeiten sollen. Oder... halt ganz normal weiterspielen, also... Spiel machen, Sachen erforschen, Engine erstellen, Spiel machen und wieder alles von vorne. Oder vielleicht ein paar Ideen habt, ne? Ich hatte ja auch mal überlegt, so mit Challenges oder so, das schlechteste Spiel aller Zeiten erstellen. Und vor allem, Spiele müssen wir auch noch insofern machen, weil wir ja noch unsere Gebiete, also Sound, Grafik und sowas, leveln müssen, damit wir weitere Forschungssachen erzielen. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Idee, wisst ihr was? Wir erforschen später. Ja komm, wir machen... Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir machen, damit es sich auch lohnt, ein MMO. Mit der Skyrim 16 für die Konsole. Für die Xbox Next. Und... für PlayStation 5 einfach mal ein Konsolenspiel. Tut mir leid, PC, ich kann leider nur 3 Plattformen auswählen. Und ich wollte eigentlich jetzt mal ein Rollenspiel machen. Und was machen wir denn für ein Rollenspiel? Wie wäre es mit einem Mode-Rollenspiel? Ultima Laufsteg. Das hatte ja damals gut funktioniert. Board Game. Ein Brettspiel-Rollenspiel. Oder vielleicht Doomsday. Doomsday. Doomsday für alle. Doomsday machen wir für Erwachsene. Doomsday Rollenspiel. Ja. Okay. Und wir nennen es. Ich bringe da einfach mal meinen Lieblingswitz ein. Den ich bisher, glaube ich, in jeder Situation, in der es ihn gab, eingebracht habe in meinen Let's Plays. Und zwar. Okay. Oh Gott, wie schreibt man das denn? Kasat. Doom. Day. So, normalerweise schreibt man die doch Kasadum, oder? Oder Kasadun. Nee, Dunland, das ist doch da bei Mordor. Kasadumsday. Brücke von Kasadumsday. Natürlich mit Ausrufezeichen, das Obligatorische. Mit der Grafik V6. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann am Ende rausstellt. Das wollen die natürlich alle in Urlaub, wunderbar.